Ausstieg in letzter Minute. Joker, Star Joaquin Phoenix, sollte in einem neuen queeren Romantikfilm von Todd Haynes die Hauptrolle übernehmen. Wie Variety berichtete, bekam er 5 Tage vor Drehbeginn aber kalte Füße und sagte der Produktion ab. Der Film sollte sich um 2 schwule Männer drehen, die zusammen Kalifornien verlassen und nach Mexiko durchbrennen. Er sollte auch heikle intime Szenen beinhalten. Eine Quelle berichtet Page Six, dass die Thematik des Films ein Faktor war.